Hallo zusammen. Wenn ihr im Meer badet, habt ihr eigentlich Angst, auf einen blutrünstigen Hai oder eine heimtückische Qualle zu treffen? Man sollte sich vor ihnen wirklich in Acht nehmen, doch im Ozean gibt es wesentlich gefährlichere Lebewesen. Ihr bloßer Anblick lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Allerdings leben sie in so großer Tiefe, dass ein gewöhnlicher Taucher kaum Gefahr läuft, ihnen zu begegnen. Höchstens in einem Albtraum. Heute erzählen wir euch über die furchterregendsten Lebewesen, die es im Weltozean gibt. Lasst uns loslegen. Eines erst mal kurz vorweg, wisst ihr eigentlich, warum Tiefseefische so grässlich sind? Dafür gibt es eine wissenschaftlich begründete Erklärung. Es liegt daran, dass es in Ozeantiefen kaum Nahrung und Licht gibt. Aus diesem Grund haben die Meeresbewohner im Laufe der Evolution eine ganze Bandbreite an Besonderheiten entwickelt, die ihnen helfen, mit den harten Tiefseebedingungen klarzukommen. Die schlangenartige Körperform bestimmter Fischarten ermöglicht es ihnen zum Beispiel, Kräfte zu sparen, indem sie nicht schwimmen, sondern über den Meeresgrund krabbeln. Vor ihren Fressfeinden schützen sie sich mit Hilfe ausgefallener Körperwaffen wie Stacheln und ihr mit riesigen Zähnen besetztes Maul erlaubt es ihnen, ihre Beute, wovon es dort nur ganz wenige gibt, sicher festzuhalten. Darüber hinaus sind viele Tiefseebewohner aufgrund fehlenden Lichts entweder blind oder haben ganz komische Augen. Seeteufel. Der Seeteufel bzw. Tiefseeangler zählt zu den bekanntesten Monsterfischen überhaupt. Er lebt in einer Tiefe zwischen 800 und mehreren tausend Metern, weshalb er bisher kaum erforscht ist. Die echten Fotos dieser Fischart könnte man an den Fingern abzählen. Dank seinem extravaganten Äußeren könnte der Seeteufel durchaus den Titel der hässlichste Ozeanbewohner für sich beanspruchen. An seinem Kopf befindet sich eine Art Angel, die mit einem Leuchtorgan ausgestattet ist, das dem Fisch zur Beuteanlockung dient. Wie es funktioniert? Ganz einfach. Es handelt sich dabei um eine spezielle Drüse, die der Tiefseeangler steuern kann. Dazu erweitert bzw. verengt er seine Blutgefäße, wodurch das Organ aufleuchtet bzw. wieder erlischt. Sobald sich ein ahnungsloses Opfer einer solchen Lichtquelle, die in der Umgebung eine große Seltenheit ist, nähert, landet er sofort in einem gewaltigen Maul mit spitzen Zähnen. Und noch ein lustiger Fakt, bei all diesen Tiefseeanglern, die wir von Fotos kennen, handelt es sich ausschließlich um Weibchen. Die Männchen erreichen eine Körperlänge von höchstens 4 cm und führen einen parasitären Lebenswandel am Körper von Vertreterinnen des entgegengesetzten Geschlechts. Fangzahnfisch. Und dieser Fisch könnte in Sachen Blutrünstigkeit sogar den Seeteufel in Schatten stellen. Obwohl er eine Länge von lediglich 40 cm erreicht, kann er Beutetiere verschlingen, die größer sind als er selbst. Außerdem sind seine Zähne im Verhältnis zur Körperlänge die längsten aller Meeresfische. Davon sind wiederum die unteren Fangzähne am längsten. Sie sind so riesig, dass mit der Zeit am Oberkiefer eines Fangzahnfisches sogar zwei Löcher entstehen, die ihm beim Schließen des Mauls als eine Art Messerschneide dienen. Aufgrund der Struktur seines Kiefers haben Beutetiere, von denen es in dieser Tiefe nur ganz wenige gibt, keine Chance. Der Fangfisch kommt in einer Tiefe zwischen 500 und 5000 Metern vor. Manchmal wagt er aber größere Fische zu jagen. Dazu verwendet er eine besondere Körperfärbung, die er für die Tarnung in dunkleren Gewässern benutzt. Tiefseedrachenfisch. Dieser bizarre Fisch hat für Tiefseeverhältnisse eine winzige Körperlänge, nämlich nur 10 bis 15 cm, doch trotz seiner bescheidenen Körpermaße ist er wahnsinnig blutgierig. Der Tiefseedrachenfisch ist ein grausamer Räuber, der alles Essbare auf seinem Weg verschlingt. Er ist in tropischen Meeren in einer Tiefe ab 1500 Meter heimisch. Dieses Lebewesen besitzt beeindruckende Fangzähne und spezielle rot-blaue Photophore, die sich direkt über seinen Augenhöhlen befinden. Diese Leuchtorgane setzt der Fisch ein, um seine Beute zu ködern. Des Weiteren hat der Drachenfisch, ähnlich wie viele andere Tiefseebewohner, einen leuchtfähigen Körper. Die Wissenschaftler können zurzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, wozu bei ihm diese biologische Besonderheit gut sein soll, aber einer Theorie zufolge soll sie es den Drachenfischen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, etwa in der Balzzeit. Pazifischer Seewolf. Diesem Schönling kann man leicht unter Wasser begegnen, wenn man gerne tauchen geht, vor allem im Pazifik. Meistens kommt der pazifische Seewolf in Flachgewässern vor, aber er ist auch in der Tiefsee anzutreffen. Sein bloßer Anblick lässt Gänsehaut aufkommen. Er hat einen schlangenartigen Körper, säbelförmige Zähne und ein entsetzliches Maul, das irgendwie menschliche Gesichtszüge aufzuweisen scheint. Äußerlich erinnert der pazifische Seewolf an eine Muräne, doch in Wirklichkeit gehört er einer ganz anderen Strahlenflosserart an. Solche massiven Kiefer benötigt er, um Mollusken sowie Krebstiere zu jagen und deren harte Schale mit Leichtigkeit zu zerbeißen, was übrigens auch für Fischernetze gilt. In der Regel wird dieser Meeresbewohner ungefähr 2,5 Meter lang, aber man trifft manchmal auf Exemplare, die dreimal so lang sind. Vampirtintenfisch.
Der Name dieses Lebewesens spricht für sich. Sein Aussehen weckt tatsächlich Assoziationen an übernatürliche Gruselgestalten. Er ist übrigens der einzige aktuell existierende Vertreter der Ordnung der Vampiromorpha, der bestimmte körperliche Eigenschaften von Kraken und Tintenfischen in sich verbindet. Darüber hinaus ist er der einzige bekannte Kopffüßer, der in einer Tiefe von über 1000 Metern lebt. Die Körperlänge des Vampir-Tintenfisches ist ziemlich bescheiden, höchstens 30 cm, wobei sein Körper, der seine Farbe ständig wechselt, die äußeren Merkmale von gleich mehreren Meeresbewohnern aufweist. Er hat sowohl einen Kopf wie den eines Tintenfisches, als auch Flossen und Tentakel. Und selbstverständlich ist der Vampir-Tintenfisch am ganzen Körper mit speziellen Leuchtorganen bedeckt, nämlich mit Photophoren. Indem er diese zum Aufleuchten bringt, kann er seine Fressfeinde leicht desorientieren. Somit setzt er als Wehrsekret keine Sepia, wie es bei anderen Kopffüßern normalerweise der Fall ist, sondern Leuchtstoffe ein. Und als Nahrung dient ihm Detritus, bei dem es sich um zerfallene organische Substanzen handelt, die er mit seinen speziellen Tentakeln einfängt. Diese werden auch als Meeresschnee bezeichnet. Pelikanaal. Auf den ersten Blick sieht dieser Fisch wie ein ganz normaler Aal aus, aber nur solange er nicht sein Maul aufreißt. Da kommt die Einzigartigkeit dieser Art zum Vorschein. Der Fisch hat nämlich eine bodenlose Kehle, wie die eines Pelikans. Der Hals des Pelikans macht einen Drittel seiner Körperlänge aus und ermöglicht es ihm, seine Beute ganz zu verschlingen, und zwar samt Meereswasser. Er kommt hauptsächlich in den Gewässern vor den Azoreninseln vor, die zu Portugal gehören und im Atlantik liegen. Außerdem hat dieser Fisch selbstverständlich zwei Reihen spitzer Zähne, kleine Augen und ein Leuchtorgan an der Schwanzflosse, das er zur Anlockung der Beutefische einsetzt, von denen es dort, sowie überall in der Tiefsee, nicht so viele gibt. Schade eigentlich, denn der Pelikanaal ist ein begnadeter Jäger. Schleimaale. Meint ihr, alles bereits gesehen zu haben? Glaubt uns, die oben erwähnten Lebewesen sind in puncto furchterregendes Aussehen nichts im Vergleich zu diesen Kreaturen. Die Schleimaale werden in der Regel etwa 50 cm lang, haben einen wurmförmig gestreckten Körper und ein Maul, das mit widerlichen Hornzähnen bestückt ist. Interessant ist, dass diese Tiere ganze vier Herzen besitzen, von denen eines als Hauptherz fungiert. Aus diesem Grund ist es gar nicht so leicht, einen Schleimaal zu töten. Es sind Fälle bekannt, wo ein enthaupteter Schleimaal stundenlang über den Meeresgrund gekrochen ist. Doch das Spannendste an dem Schleimaalen ist etwas anderes, nämlich ihre Jagdwaffe. Es handelt sich dabei um einen speziellen Schleim, den sie ständig absondern. Diese Tiere setzen ihn ein, sowohl um an schwer zugängliche Orte zu gelangen, als auch um kranke und geschwächte Fische anzugreifen. Die Schleimaale nutzen die Kiemen ihrer Opfer oder Fressfeinde, um in ihren Körper einzudringen. Anschließend vergiften sie sie allmählich mit ihrem Schleim. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass er laut aktuellen Studien eine wertvolle chemische Struktur hat. Er kann zum Beispiel als ein sehr effektives Hämostatikum verwendet werden. Und übrigens, ihr werdet es nicht glauben, aber dieses hässliche Tier wird zu kulinarischen Zwecken gefangen. In asiatischen Ländern werden Schleimaale sogar gebraten verzehrt. Diese Delikatesse kann man in Japan, Taiwan und Südkorea kosten. Würdet ihr es wagen? Krakenhai. Im Prinzip kann jeder Hai einem Menschen Angst einjagen, aber dieser hier ist echt etwas Besonderes. Er ist einer der altertümlichsten rezenten Fische der Welt, der bereits in der Kreidezeit existiert hat. Deshalb wird er als lebendes Fossil bezeichnet. Diese Kreatur lebt in einer Tiefe zwischen 400 und 1500 Metern. Der im Durchschnitt 2 Meter lang werdende Krakenhai erinnert äußerlich an einen Aal oder eine Seeschlange. Sein Maul ist mit sage und schreibe 300 messerscharfen Zähnen besetzt, die in 25 Reihen angeordnet sind, und in seinen Magen könnte ein Beutetier passen, das halb so groß ist wie der Hai selbst. Es liegt daran, dass seine ungewöhnlichen Zähne nicht zur Zerkleinerung der Nahrung bestimmt sind. Daher verschlingt der Hai seine Beute ganz. Nichtsdestotrotz sorgen sie für einen tödlichen Fangbiss und sein schlangenartiger Körper für einen festen Würgegriff. Jaja, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Krakenhai, genau wie eine Schlange, seine Beute umschlingt. Der Anblick ist bestimmt nichts für schwache Nerven. Glaskopffisch. Das Einzigartige an dieser Fischart ist ihre erstaunliche Anatomie, konkret ihr durchsichtiger Kopf. Dieser Fisch konnte übrigens eine sehr lange Zeit nicht erforscht werden, weil er aufgrund seines besonderen Körperbaus nicht an Land gezogen werden konnte, ohne dass man die transparente Schutzhaube beschädigte. Der Glaskopffisch lebt in 500 bis 800 Metern Tiefe, wo es kaum Licht gibt. Doch seine einzigartigen Augen ermöglichen es ihm, selbst in völliger Finsternis zu sehen. Die grünen Sehorgane sitzen tief in seinem durchsichtigen Kopf und bieten eine 360-Grad-Ansicht. Wenn der Glaskopffisch zum Beispiel in horizontaler Lage vorwärts schwimmt, kann er leicht ein Beutetier erkennen, das sich weit über ihm befindet. Geisterhai. Die Chimäre bzw. der Geisterhai lebt seit inzwischen über 300 Millionen Jahren in mehreren Kilometern Tiefe, aber wird von Menschen aus unverständlichen Gründen so gut wie nie gesichtet. In der ganzen Zeit dürfte sich sein Äußeres kaum verändert haben.
obwohl die Dinosaurier bereits ihre ersten Schritte auf der Erdoberfläche machten und es noch keine Säugetiere gab, als diese Art in der anfänglichen Entstehungsphase steckte. Obwohl dieser Fisch seit so vielen Jahren den Weltozean bewohnt, ist er bis heute kaum erforscht. Stellt euch nur vor, erst 2016 wurden Wissenschaftler zum ersten Mal ein Video zur Verfügung gestellt, das den Geisterhai in seinem natürlichen Lebensraum in der Tiefsee zeigt. Deswegen werden die körperlichen Besonderheiten dieses Meeresgeistes immer noch erforscht. Von dem wenigen, was wir wissen, kann man erwähnen, dass die Zähne dieses Haifisches nicht in zahlreichen Reihen angeordnet sind. Stattdessen ist sein Maul mit Zahnplatten bestückt, die er für eine langsame Zerkleinerung der Nahrung einsetzt. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!